Das Schloss gebaut, die Bürger froh. Der König derer ist halt so. Er war stets fleißig, jetzt ist's getan. Doch ob er jemals ruhen kann? Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei Let's Play Tale of Kingdoms auf Derafins Channel, Part 20, die letzte Folge. Schnüff. Ich will mir gerade noch eine. Was will ich mir kaufen? Eine Eisenspitzhacke. Ah, die gibt es wahrscheinlich unten bei dem Schmieden. Weil ich brauche für etwas, was ich heute machen will, auf jeden Fall noch eine Eisenspitzhacke. Ja, ich drehe heute ein letztes Mal. Ah, da haben wir noch schon mal Iron Pickaxe. So, buy item. Dankeschön. So, ja genau, heute drehe ich noch ein letztes Mal meine Runden durch das Königreich. Ich hole auf jeden Fall noch mal ein bisschen Holz ab. Ich sammle jetzt noch ein bisschen. König Dera braucht in seinem Schloss ja Hallo zum letzten Mal, ihr gefährlichen, blonden, schnauzbärtigen Hacker, Holzhacker. Oh ja, da hat sich noch mal viel angesammelt. Da kann ich viel in meinem Schloss bunkern. Das Schloss ist fertig. Ja, genau, das hatte ich euch ja angekündigt. Deswegen hat das jetzt leider auch noch mal ein bisschen länger gedauert. Es ist zwar nicht riesig und pompös geworden, aber es ist ein durchaus luxuriöses Einzelheim geworden, dafür, dass ich es alleine bewohne. Muss ich ja schon sagen, oh, wie viel ist denn das? Das hört ja gar nicht mehr auf. Mein Inventar ist bestimmt gleich voll. Hallo? Hört das? Ah, gut. Wow, okay, da muss ich mir dann mal was suchen. Nicht, dass das das Zollamt beschlagnahmt. Ich habe jetzt auch ein Zollamt für mein Königreich. Ja, ist in meinem Schloss integriert. Ah, ja, und es ist dieser Bug, den ich irgendwann schon mal festgestellt und beschrieben habe. Es hat jetzt tatsächlich, wie es manchmal mir andersrum auch passiert ist, scheinbar die Ressourcen vom Cobblestone direkt mit abgezogen. Aber Holz finde ich eh toller. Cobblestone. Naja, egal. Das Loch, ach nee, halt! Das Loch kann ich jetzt als eine der letzten Aktionen zumachen. Ist das nicht toll? Ich repariere meine eigenen Schäden auch noch. Ich will ja nicht Fix Kingdom machen, ich bin ja nicht bescheuert. So, jetzt gehe ich nochmal an die Börse. Schau mal, was der Diamantenpreis sagt. Oh, der sieht gar nicht mal schlecht aus. Ja, 700 kosten die nämlich, glaube ich, beim normalen Händler. Ich verprasse jetzt mein letztes Gold komplett für Diamanten. Weil ich habe, oh, da kann ich aber viele kaufen. Hoffentlich habe ich da jetzt überhaupt genug Platz. Wenn nicht, dann schmeiße ich einfach irgendwas raus. Diamanten, König Deras Best Friend oder so. Irgendwie so. Oh, das sind ja Unmengen. Die packe ich in meine Schatzkammer. Ich habe da nämlich noch nicht so viel. Ein bisschen Deko. Bisschen Deko-Diamanten. Ups, Inventar voll. Mist. Was brauche ich denn nicht? Hier, drei Stöcke. Braucht keine Sau. Jetzt kann ich erstmal weiter Diamanten kaufen. Solange die günstig sind. Diamantenrausch bei König Dera. Noch ein letztes Mal. Ach, ich kaufe jetzt einfach so Diamantenregen. Diamantenregen. Diamantenregen, Leute. Diamantenregen, bedient euch. Naja, ein paar kann ich schon noch mitnehmen, oder? Ah, dann ist das ist doch bestimmt nicht. Hier, Leute. Ich. Komm. Diamanten for free. König Dera lässt sich nicht lumpen. Folge 20. Hallo? Naja, irgendwer wird schon mitbekommen. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte zu meinem Schloss. Das Königreich habe ich ja euch in einem der letzten ja, Folgen nochmal im Komplettausbau gezeigt. Hab allerlei Quatsch gemacht und bin kreuz und quer wirr. Oh, was sehe ich denn da? Was ist denn das? Das stand beim letzten Mal aber noch nicht da. Ah, hier, die Pflanzen sind gewachsen. Ja, Tale of Kingdoms hat ja jetzt auch eine Playlist, wie alle anderen Serien so langsam. Deswegen könnt ihr ja ganz einfach nochmal über die Playlist in den alten Folgen nachgucken. Ja. Somit ist die Playlist dann sozusagen auch abgeschlossen. Oh, ich habe gar kein Essen mehr. Ah doch, ich habe ja quasi Essen in meinem Schloss. Ja, dann vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen. Ich bin in meinem Fresswahn jetzt einfach schnell vorangespurtet. Willkommen auf der neuen Brücke. Das wurde ja auch vielleicht noch das ein oder andere Mal angeschlossen, angesprochen.
dass die vielleicht nicht so schön war. Das war, weil ich da so schräg rüberbauen wollte. Das war, bau mal so schräg rüber. Mann. Deswegen, also die alte, also das ist die neue Brücke. Willkommen auf dem neuen Zugang zu König Deras Schloss. Der alte steht noch. König Deras geheimer und unglaublich hässlicher Privatpfad. Benutzen auf eigene Gefahr Elternhaften für ihre Kinder der Eigentümer. Das bin ich. Wer es bis jetzt noch nicht kapiert hat. Ja. Weil ich wollte auf keinen Fall das schöne Zeichen hier von Lebensgott auch wegmachen. Aber ich gehe jetzt mal den neuen Weg. Aber das wollte ich nur auch nochmal hier und so. Aber auf zu König Deras Schloss. Es wird auch Nacht. Jetzt wird es gefährlich hier. Schön mit Aufgang. Gut bewacht. Deswegen, ich brauche mich auch nicht fürchten. Ich habe mir extra unten im Schloss natürlich... Oh, oh. Oh ja, nicht wundern über den, der da Schaden bekommt. Da verbrennt möglicherweise gerade mal wieder eine Wache im Feuer. Jetzt ist sie auch entweder ganz hin oder... Also entweder ist gewittert oder einer der Zauberer ist gerade dabei, mein Schloss zu verteidigen. Na, du? Entweder er hat es geschafft oder... Naja, ich will mich damit nicht länger aufhalten. Jedenfalls habe ich viele Soldaten rekrutiert. Hier, das ist der Wachmann für das Zollbüro. Willkommen in Deras Schloss. Jetzt befinden wir uns schon mittendrin, statt nur dabei. Hier ist das Zollbüro. Und da wollte ich, weil es eher noch verzollt werden muss, hier die ganzen, zumindest Baumaterialien erstmal noch ablagern. Einfach hier, was ich nicht mehr brauche, woraus man Sachen... Oh, was geht denn hier? Rumpelpumpel. Hier, das Zeug kann ich woanders hinpacken, alles. Was ist denn das alles für Krempel? Das, die behalte ich aber. Die darf ich nicht vergessen. Hier, Crafting Table könnt ihr noch haben. Und ein bisschen Dreck. Naja, den Rest Dreck, den behalte ich. Das ist mein Dreck von König Deras. Deras Privatdreck. Hier geht's nach oben im Turm im Übrigen, ja. Hier steht vielleicht mit ein bisschen Glück auch noch eine Wache oben, die ich hier positioniert habe. Oh nein! Meine Disco-Turmschaltung ist kaputt. Da gehe ich aber trotzdem noch gleich hin. So, erstmal hier wieder runter. Hier ist im Übrigen die Wehrkammer. Ja, hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Aus Dispensern, komplette Rüstungen, Schwerter, Bögen, Pfeile. Hier die Pfeile natürlich per Hand rausnehmen, weil alles andere wäre ein bisschen... Oh, da ist ein Zettel drin. Hm? Wer da wohl was niedergeschrieben hat. Ja, hier die Wache, die ich hier oben positioniert hatte. Es waren irgendwie... Ein paar Rumpelpumpel sind mit samt dem Feuer langsam da niedergegangen. Oh, ich höre einen Zombie. Oh, oh. Vielleicht hier unten. Hier ist es stellenweise ziemlich dunkel. Oh, aber da kämpfen welche. Juhu, ich werde verteidigt. Zombie ist schon weg. Naja, hier unten im zweiten Turm jedenfalls ist die Toilette. Natürlich hier schön Toilette, da kann man Sachen lesen. Hier, ja, hier für Zeitvertreib, Klopapier und noch mehr zu lesen. Was das Herz begehrt, ihr kennt das ja vielleicht selber von zu Hause. Hier, ja, das ist der große Turm mit einem wunderschönen Wandgemälde von Linny. Ich war noch so frei, den Apfel dazu zu machen im Übrigen. Das wollte ich nur, huch, erwähnt werden. Ja, die Treppen sind zweckmäßig, würde ich sagen. Hallo, hier natürlich Bogenschützen auf dem Turm. Und jetzt muss ich, ich habe noch das richtige Zeug dabei. Ich muss das Ganze jetzt einfach mal hier noch während der Folge, wo ich das eigentlich nur zeigen will, reparieren. Huch, jetzt muss ich hier erstmal nur treffen, quasi mit Hüpfen. Oh, gar nicht so leicht hier. Oh Mann! Ach, habe ich da dicht gemacht? Oh nee, ich bin generell falsch. Sag das doch mal jemand. Ich mache schon wieder verrückte Sachen. Ich sehe schon, komm, die Folge wird wahrscheinlich viel zu lang. Aber wen scherzt denn? Folge 20... Huch, das hatte ich ja auch noch nie. Dass es so stehen geblieben ist. Aber das ist ja Folge 20, kümmert ja kein... Jetzt läuft's wieder. Ja, warum nicht? Läuft doch. Ha, dass es so einfach zu reparieren ist, hatte ich aber auch noch nie. Ich dachte, ich müsste jetzt noch mit Torch da ewig rummachen. Ja, hier nämlich, der Turm leuchtet schön, wenn es Nacht ist. Party für die Bogenschützen und so. Ja, sauber gemacht werden müssen. Was hier... Ich meine, das Schloss steht ja noch nicht lange, aber was sich hier schon an Spinnenweben angesammelt hat. Da muss ich nochmal mit der Lüni reden. Ich glaube, die hat hier irgendwie die Spinnen an Bord geholt oder so. Die ist hier. Die habe ich hier mit Spinnenweben in der Hand unterwegs gesehen. Ja, ja. Ja, ja. Oh ja, hier sind jedenfalls auch ganz viele Tierchen im Schloss. Natürlich ein kleiner Durchgang zur Gilde dann für den Durchreiseverkehr auch etwas bewacht. Da drüben ist die Gilde dann.
Wow! Was geht denn hier ab? Wow! Also, ich würde sagen, Verteidigung läuft. Krass. Ja, das ist das Gefängnis, wenn jemand Mist macht. Warum brennt das? Warum brennt das? Das ist mir jetzt einfach erst... Warum brennt das? Kann das mal jemand ausmachen? Bitte? Ich mach's aus. Ich mach's aus. Mit der Hand so. Erstmal. Mist. Jetzt ist es aufgefallen. Oh nein, das muss ich jetzt nicht noch reparieren, oder? Das dauert doch wieder ewig. Ah. Oh, nein. Komm da raus. Komm raus. La la la. So, ich hoffe, dass das nie wieder entflammt. Wodurch auch immer. Bestimmt durch einen Blitz, der fehlgeleitet war. Tja. Ganz schön eingespinnt das alles hier. Geht schon wieder los. Das hat sich aber irgendwie nach einer Explosion angehört. Langsam kriege ich hier echt Angst. Naja, jedenfalls hier ist die Bibliothek. Ich wollte es ja nur angekündigt haben. Und noch so ein Turm. Ohne Wache, aber... Boah, ständig Rumpels und Pumpels. Ich kann euch sagen, es ist ganz schön Action geboten mittlerweile hier auf Burg Derafin, Schloss Derafin. Achso ja, dem Wohnhaus nähere ich mich am besten regulär. Meinem Wohntrakt, weil das war ja bisher nur das restliche Gedöns. Jetzt komme ich in meine Wohnung, in mein eigentliches Heim. Mau! Durch die Eingangshalle. Wer hat denn da die Pforte offen gelassen? Hier kommen wir direkt in den Thronsaal. Ja, ja. Mit natürlich hier ganz entspannt, wo ich Leute empfangen kann. Mit Musik. 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 Und ja, Zeug zu lesen. Und ich kann es euch ja verraten. Es ist ja hier die letzte Folge. Es kann mir ja keiner mehr was klauen. Und es guckt ja gerade auch keiner. Man muss diesen Schalter hier betätigen. Viel nützt er einem noch nichts. Aber wenn man zusätzlich den Schalter vom Fluchtpfad kennt, kann man hier runter. Nach links geht's zum Fluchtpfad. Da geht's aus der Höhle raus gewissermaßen. Und hier lang führt dann der geheime Weg in König Deras Schatzkammer. Huch. Wo ich noch die Diamanten lagern wollte. Jaha. Ab in die Kiste mit dem Kram. Oh, Redstone, der ist heilig. Der Redstone! In die Kiste damit. Und den Kram. Den brauche ich auch nicht mehr. Naja, ein paar. Wenn ich noch meine Memoiren vielleicht irgendwo niederlassen will. Ja, hier die Schatzkammer. Von König Dera. Ich habe ja in meiner kurzen Amtsphase mit komplett ausgebautem Königreich doch einiges an Reichtümern ansammeln können. Aber jetzt mache ich hier wieder zu, dass mich kein gieriger Wicht beklaut. Auch natürlich, wenn man von außen in die Höhle kommt, absolut nichts nutzbar. Sensationell, nicht wahr? So, om nom nom, genau, ich habe viel Hunger. Om nom 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 nom. Ein Apfel und ein Steak. Om nom 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 nom. Om nom 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 nom. Ich bin ganz satt. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch nicht ganz satt. Ich brauche einen Nachtisch. Hätte ich ja noch etwas Torte, ein Stück Torte essen können, aber jetzt bin ich ja satt. Glücklicherweise, denn hier ist die Küche direkt angeschlossen. Wer Hunger hat, kann sich bedienen. Und ja, hier für größere Anlässe dann natürlich mit Musik wieder der Esssaal. Mit kleiner Aussicht über das kleine Königreich von mir. Da geht's dann zur Bibliothek, da drüben zu dem größeren Wachturm. Das ist, wie gesagt, mein Privathaus. Hier ist meine kleine Bio-Ecke. Von außen sieht es etwas bunt aus, der Turm. Von innen macht das alles designtechnisch absolut Sinn, wie ich finde. ja, genau. Einfach ein bisschen auch natürlich wieder Musik darf nicht fehlen. Von allen Pflanzen etwas. Meine Arche Noah, falls um mich herum die Apokalypse ausbricht, habe ich hier von allen möglichen Pflanzen etwas dabei. Ich führe euch einfach noch in meine Schlafgemächer als letztes. Hier hat sich Lynni auch ausgetobt, ganz alleine. Habe ich eine kleine Reinigungsanlage für mich, wenn ich morgens aufstehe, mit schönem Ausblick auf das Königreich auch.
diese Auswüchse habe ich irgendwie so ein bisschen gemacht. Die Innendeko ist von Nynaeve, weil da kann man auch ganz schön jetzt hier, sieht von außen zwar etwas freakig aus, aber man hat so einen tollen Ausblick in alle Richtungen. Deswegen, das war es mir wert, hinter dem Bett natürlich was zu lesen, warum auch nicht. Und hier geht es dann nochmal hoch zum privaten Aussichtsturm über das komplette Königreich, über ja, die Gilde, über das komplette Gelände, mit was zu lesen, mit Lampen, falls dunkel ist, mit ja, Flüssigkeit, mit was zu trinken, mit Zeug zum Cocktails mixen, mit Zombiefleisch, mit Musik natürlich auch wieder. Und ja, da ist auf jeden Fall was geboten hier oben. Toll, oder? Ich finde, es ist schön geworden. Ich werde mich hier auf jeden Fall sehr wohlfühlen. Wer weiß, wie lange. Ich kann mir die Ruhe ja eigentlich nicht lange gönnen. Irgendwie wird es mir langweilig. Ich brauche neue Herausforderungen. Ich brauche neue Herausforderungen. Ich gehe jetzt nochmal schnell hoch. Es ist mittlerweile auch wieder Tag. Ich packe einfach nochmal... Ach nee, doch. Ich packe nochmal in meinen Privatraum, in die Kisten, das Zeug hier. Oh, ein Herz aus Äpfeln von Lönni für mich. Yay, danke Lönni. Yay. Ach ja, die Lönni. Hat sie sonst noch was hinterlassen? Oh, eine Krone aus goldenen Äpfeln. Vielen, vielen Dank. Da muss ich auch nicht hungern hier. Und ja, hier, komm, Dreck und Zombiefleisch und ein Schwert, falls ich mich mal eines Überfalls in der Nacht erwehren muss. Kann ich dann zum Schwert greifen und dann geht's los. So, und jetzt die letzte Aufgabe, was ich noch vorhatte. Ihr wolltet ja auch definitiv eine neue Let's Play-Reihe. Ich will definitiv auch eine neue Let's Play-Reihe, wenn Tale of Kingdoms dann jetzt zu Ende ist. Welcher Mod es sein wird, ich will es in dieser Folge nicht verraten. Es dauert jetzt noch wahrscheinlich circa eine Woche, bis die neue Reihe losgeht. Und ja, ich will es jetzt noch nicht verraten. Aufmerksame Kanal, ja, Gäste, sage ich mal, Zuschauer wissen schon. Ich glaube, ich habe es in irgendeiner Folge, ich weiß nicht, ob es Tale of Kingdoms war oder Zauberer und Maschinen, habe ich es schon, glaube ich, einmal verraten. In irgendwelchen Comments habe ich es, glaube ich, auch schon mal geschrieben von irgendeiner Folge. Aber jetzt verrate ich es nicht. Hier an Ort und Stelle, weil jetzt ist es definitiv nur noch eine Woche maximal, bis die neue Reihe startet. Ich verrate den Mod noch nicht, der es sein wird. Ich werde mich aber jetzt aus meinem Königreich, von meinem Königreich verabschieden. Erstmal, ich will mich neuen Taten widmen. Ich will einfach mal rausfinden, was diese bösen, bösen Schattenbuben hier so treiben. Ich will mich in ihre grausamen Löcher wagen oder in dieses zumindest. Ich finde keine Ruhe. Meine guten Taten im Königreich sind gewissermaßen getan. Und deswegen auf in neue Dimensionen. Auf neue Abenteuer. Ich bin gespannt, was mich auf der anderen Seite erwartet. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dieses Mal. Bleibt dem Kanal treu. Empfehlt uns gerne mal weiter. Bis zur nächsten Let's Play-Reihe hier auf Deraphins Channel. Tschö! Wow!